Immer wieder tätschen Äste an Lastwagen vom Triton Seidai. In der 4 Meter hohen Führerkabine von seinem 18-Tonner hat der Chef der Bieler Transportfirma ein Problem, das die tiefer gelegenen Autos so nicht haben. Besonders auf der engen Strecke zu seinen Kunden im Spitalzentrum Biel und im Altersheim Riedhofen kommt das häufig vor, weil er fast nicht ausweichen kann. Das hat an seinen Fahrzeugen Lack und andere Schäden zur Folge. Aber der Fahrer mit jahrzehntelanger Erfahrung hat es auch schon erlebt, dass die Fahrzeuge ganze Äste mitgerissen haben. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass da jemand bewusstlos von so einem Ast erschlagen wird. Und natürlich mit Ambulanz behandelt muss werden. Also, sprich, es gibt gröbere Verletzungen. Die aktuelle Strassenverordnung vom Kanton Bern sagt ganz klar, Äste dürfen nicht tiefer als 4,5 Meter über die Strasse hängen. Verantwortlich fürs Zurückschneiden sind die jeweiligen Grundstückbesitzer. Aber falls jemand von einem mitgerissenen Ast zu Schaden käme, trägt auch der Fahrer eine Schuld. Das bestätigt auf Anfrage der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTAG. Der Triton Seidai hat die Anwohner und Anwohnerinnen und Stadt Biel schon häufig auf die überhängenden Äste aufmerksam gemacht. Mit mäßigem Erfolg. Das Problem ist eigentlich seit Jahren. Es ist zunehmend, weil die Bäume natürlich wachsen und die Leute einfach, wo es kostspielig ist, die Leute das einfach nicht fachgerecht zurückschneiden, oder? Die tun einfach mit, solange sie mit ihrer Schere raufkommen und mehr nicht. Es sind die Gemeinden, die müssen kontrollieren, dass alle Bäume genug zurückgeschnitten sind. Auf Anfrage von Kanal 3 gibt die Stadt Biel auf diese Situation die schriftliche Antwort. Unser lokaler Polizeidienst ZIP interveniert im Schnitt um die 10-mal pro Jahr bei Privateigentümern, welche ihre Hecken oder Bäume nicht korrekt zurückgeschnitten haben. Mehr Anzeigen als in anderen Jahren hat die Stadt heuer nicht bekommen. Der Triton Seidai wünscht sich mehr Engagement. Ja, dass die Stadt Biel etwas unternimmt. Also nicht nur die Stadt Biel, sondern auch Privatanwohner. Es kann nicht sein, dass wir es einfach zuwachsen lassen. Klar bin ich auch für Grün, aber Grün sind mehr im Wald und nicht auf der Strasse sein, oder? Falsch zugeschnittene Pflanzen am Strassenrand verdecken auch die Sicht auf Strassenschilder. Die Lkw-Fahrer sind also nicht die einzigen, die davon betroffen sind.